schwer, unhandlich und alles andere als spritsparend. Das sind die Vorurteile gegenüber SUVs, die schon lange nicht mehr zutreffen. Auch nicht beim BMW X3. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Autowelt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wo aber liegen die Stärken und auch die Schwächen beim BMW X3? Das sehen Sie jetzt gleich in unserem Test. Aber zuvor gibt es noch einen Überblick über das, was Sie heute erwartet in dieser Sendung. Die Autostadt Wolfsburg zeigt aktuelle Entwicklungen aus Technik und Design und lässt die Besucher an den Visionen eines Weltkonzerns teilhaben. Auf der Essen Motor Show zeigten vor kurzem wieder 600 Aussteller alles, was das Tunerherz höher schlagen lässt. Unter den Premium-Marken hat BMW sich als erste dem Trend zum Kompaktgeländewagen verschrieben. Das war damals im Jahr 2003 mit dem Modell X3. Das gibt es mittlerweile in der zweiten Generation und wir von Autowelt haben uns den rundum erneuerten SUV genauer angeschaut. Der neue BMW X3 tritt die Nachfolge eines Bestsellers an und verleiht der Fahrfreude in einem Sports Activity Vehicle eine neue Dimension. Schon auf den ersten Blick erkennt man die Ähnlichkeit mit dem X5. Vor allem im Heckbereich gleichen die beiden Fahrzeuge einander sehr. Mit einer Länge von 464 cm bleibt der X3 aber angenehm kompakt und versprüht auch optisch eine gewisse Sportlichkeit. So sind alle Zierleisten an der Karosserie in Schwarz hochglänzend gehalten, die Kunststoffradläufe in Wagenfarbe lackiert und die Auspuffendrohre verchromt. In der Frontansicht signalisieren die nach vorn strebende BMW-Niere, die kraftvoll ausgeprägte Frontschürze sowie die Motorhaube selbstbewusste Präsenz. Die großen Scheinwerfereinheiten werden dabei am oberen Rand von einer verchromten Akzentblende angeschnitten und erzeugen so den für BMW-Fahrzeuge typischen fokussierten Blick. Horizontale Linien prägen die Heckansicht und weisen auf den stabilen Stand des X3 hin. Mit präzise gesetzten Linien und ausdrucksstark modellierten Flächen werden reizvolle Licht- und Schatteneffekte erzielt. Die weit außen platzierten Heckleuchten weisen die markante und für den BMW X3 typische T-Form auf. Im hochwertigen Innenraum glänzen die Zierblenden an den Türen und die Mittelkonsole in gebürstetem Aluminium. Die bequemen Ledersportsitze bieten ausgezeichneten Seitenhalt und sind elektrisch vielfach verstellbar, inklusive Memory-Funktion. Je nach Sitzposition des Fahrers berührt aber das rechte Knie dauernd die mächtige Mittelkonsole, was zu schmerzhaften Druckstellen führen kann. Ansonsten ist der Komfort vorherrschend. An Bord kommen Nüchternheit, tadellose Verarbeitung und ein Touch Sportlichkeit zusammen. Der Kofferraum legt noch einen drauf und bietet deutlich mehr Nutzvolumen als die Konkurrenz. Auf 550 Liter gewachsen ist dieser gut geformte Laderaum mit nobler Verarbeitung leicht zugänglich und lässt sich nach Umklappen der Rückbank auf bis zu 1600 Liter erweitern. Ohne Fehl und Tadel ist auch die Bedienung. Man findet sich auf Anhieb zurecht und das iDrive-System sollte inzwischen wohl auch den größten Skeptiker überzeugt haben. Es gibt kaum ein System, bei dem man so intuitiv die Bedienung von Radio, Navi und Co. vornehmen kann, wie mit dem iDrive-System. Über das Personal Profile lassen sich zudem verschiedene Bedienfunktionen personalisieren und auf den Fahrer abstimmen. Von Bluetooth-Profilen bis zum Einsatz von Assistenzsystemen kann man die Funktionen nach Wunsch einstellen. Angezeigt wird alles auf einem Bildschirm im Armaturenbrett. Gegen Aufpreis natürlich, wie die meisten technischen Optionen des X3. Bedauerlich ist allerdings, dass auch nützliche Dinge wie Regensensor und die notwendigen Parksensoren nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Wolfsburg wird oft als Autostadt bezeichnet und ist vielen Menschen als Stammsitz von Volkswagen bekannt. Aber die Autostadt in Wolfsburg ist eine sehr inspirierende Welt, in der sich auf 25 Hektar alles um das Thema Mobilität dreht.
Autostadt in Wolfsburg, der automobile Themen- und Erlebnispark für Groß und Klein, widmet sich dem Automobil auf ungewöhnliche Weise. Gemäß dem Motto Menschen, Autos und was sie bewegt, befassen sich hier Architektur, Design und Natur mit dem Thema Mobilität, ohne das eigentliche Automobil in den Vordergrund zu stellen. Seit der Öffnung im Jahr 2000 haben mehr als 25 Millionen Gäste diese weltweit einmalige Erlebniswelt besucht. Mit Attraktionen, Veranstaltungen und Inszenierungen präsentiert sich die Autostadt in neuen und erlebnisreichen Zusammenhängen. Immer wieder werden hier wechselnde Ausstellungen präsentiert, Kunstwerke gezeigt und Entwicklungen aus Technik und Design für Menschen aller Altersklassen erlebbar gemacht. Die Autostadt ist die Kommunikationsplattform des Volkswagen-Konzerns. Wir haben hier eine Plattform geschaffen, die die Werte des Volkswagen-Konzerns transparent macht und ein Ort, der jährlich von mehr als 2 Millionen Menschen besucht wird, die hier ihre Freizeit verbringen und sich mit den Themen der Mobilität auseinandersetzen können. Autostadt ist ja eigentlich so ein generischer Begriff. Also Wolfsburg ist und war früher auch schon eine Autostadt. Volkswagen hat hier sein Stammwerk, Volkswagen kommt aus Wolfsburg, und da lag es ganz nahe, dass wir diesen Begriff nehmen und ihn ganz quasi auf die Spitze treiben und sagen, wir sind die Autostadt in Wolfsburg. Also hier geht es rein um das Thema Mobilität, hier ist der Volkswagen-Konzern zum Anfassen, deswegen haben wir es auf die Autostadt, man könnte fast sagen, im Volkswagen, da gibt es ja den Golf, der Golf, Punkt, das Auto, Punkt, wir sind die Autostadt, Punkt. Unsere ursprünglichen Planungen, also die ganz optimistischen Planungen, hatten so angenommen, dass wir maximal 1 Million Besucher pro Jahr schaffen könnten. Vom quasi ersten Jahr an liegt die Autostadt im Schnitt bei 2 Millionen Besuchern pro Jahr, also doppelt so viel wie die ursprünglichen Planungen. Allein im vergangenen Jahr hatten wir 2,3 Millionen Gäste. Das war das beste Jahr in der 12-jährigen Geschichte der Autostadt. Insofern ein sehr erfolgreicher Ort, weit über den Planungen, die ursprünglich angestellt wurden. Man könnte bei diesen großen Zahlen der Abholung fast denken, dass wir unsere gesamten Besucher über die Abholung generieren. Aber wenn wir die Zahlen anschauen, ist ungefähr ein Viertel der Besucher der Autostadt hier im Kontext einer Fahrzeugabholung. Das heißt, 3/4 der Menschen kommen hierher, um sich ein Pavillon einer der Marken des Volkswagen-Konzerns anzuschauen, um sich eine Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht anzuschauen, die heißt Level Green, um sich ein Kulturfestival anzugucken. Wir betreiben seit nunmehr 10 Jahren, also in diesem Jahr zum 11. Mal, ein großes Tanz- und Kulturfestival. Also die Anlässe, in die Autostadt zu kommen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und der Teil der Autoabholer ist eigentlich der kleinste Teil. Die Menschen kommen hierher, um in ihrer Freizeit gegen Eintritt sich mit dem Thema der Mobilität auseinanderzusetzen. Die Ideen gehen in die 90er Jahre ungefähr zurück. Damals begannen die Planungen für die Weltausstellung Expo 2000 in Hannover und der Volkswagen-Konzern wollte einen Beitrag leisten, aber einen dauerhaften Beitrag. Nicht ein Pavillon lokal in Hannover, sondern hier in Wolfsburg am Stampelberg etwas schaffen, was auch über die Expo hinaus Bestand hat. Und so kamen die Ideen, einen automobilen Themenpark zu schaffen, der die Werte des Konzerns transportiert, wo sich die Menschen mit dem Know-how, mit dem Wissen des Konzerns auseinandersetzen können und der für einen ganz transparenten, ungezwungenen Zugang zum Volkswagen-Konzern sucht. Und aus den verschiedenen Überlegungen sind dann konkret die Planung zur Autostadt entstanden, die dann am 1. Juni 2000 eröffnet wurde. Wir liefern im Schnitt pro Tag rund 500 Autos aus, die aus den beiden Autotürmen transportiert werden. Allein im vergangenen Jahr waren es 173.000 Fahrzeuge, die in der Autostadt von Kunden abgeholt wurden. Und wir sind jetzt auf dem Weg. Bald haben wir den 2-millionsten Abholer hier in der Autostadt. Das wird so irgendwann in den Sommermonaten dieses Jahres sein. Da wird der 2-millionste Wagen hier in der Autostadt ausgeliefert. Dienstleistung an sich wird bei uns sehr groß geschrieben. Also unser eigener Anspruch an den Service ist sehr, sehr hoch, weil wir unseren Gästen ein ganz hervorragendes, einmaliges Erlebnis hier in der Autostadt bieten möchten. Natürlich kommen zu den Angeboten wie die Markenpavillons, wie die Kulturangebote, wie die Ausstellungsangebote, natürlich auch ein großes Angebot an Kulinarik hinzu. Wir haben 10 Restaurants hier auf dem Gelände. Wir haben zudem ein 5-Sterne-Hotel hier in der Autostadt. Und allein in den verschiedenen Restaurants, wenn Sie sie alle probieren möchten, haben Sie schon einige Tage, wo Sie hier eine ganz tolle kulinarische Reise, alles biologisch nachhaltig mit Produkten aus der Region, die Sie hier erleben können.
gerade die Angebote für die Kinder sind eins der Bereiche, die sehr, sehr stark wachsen. Allein im vergangenen Jahr hatten wir in unserem Bildungsangebot, was für frühkindliche Bildung anfängt, dann über Schulkinder, Menschen, die im Studium sind, bis hin zu Menschen, die mittlerweile nicht mehr in Schule und Beruf tätig sind. Also sozusagen die ganze Bandbreite für alle Gäste, allein 280.000 Besucher nur für so ein Bildungsangebot. Und auch da haben wir verschiedenste Angebote. Das reicht von einem Kinderführerschein, den die Kleinen bei uns hier im Sommer machen können, wo sie mit Mini-Beatles und Mini-Porsche fahren können, auf einem Parcours draußen, bis hin zu im Moment in den Wintermonaten haben wir ein Angebot, wo unter professioneller Anleitung von Köchen und Pädagogen zum Beispiel die Kinder etwas lernen über Ernährung und sich dann auch gleich bei diesem Angebot ihr eigenes Essen wirklich erstellen können. Ein Kunde kauft sich den Wagen bei einem Volkswagen-Händler. Wir verkaufen hier keine Autos. Wir übergeben sie an den Kunden und der Kunde entscheidet sich dann für ein Paket. Das reicht von einer schnellen Abholung, die man kommt hierher, hat seine Eintrittskarten und kriegt seinen Wagen, schaut sich vielleicht einmal noch das Gelände an, die 28 Hektar große Fläche der Autostadt, bis hin zum Beispiel, Sie können ein Wochenendpaket buchen mit einer Übernachtung im 5-Sterne-Hotel The Ritz-Carlton und können als Teil dieses Paketes dann Ihren neuen Wagen übernehmen. Also auch da sehr viele verschiedene Angebote, ganz nach dem, was der Kunde möchte. Ich glaube, das Besondere ist, wir haben für jeden etwas. Es gibt nicht sozusagen eine Zielgruppe oder eine Gruppe von Menschen, die wir ausschließen mit unseren Angeboten, sondern wir haben wirklich mit einer großen Vielfalt und in der Autostadt für jeden Gast etwas dabei. Das Zeithaus ist die meistbesuchte Attraktion der Autostadt. Obwohl und gerade weil es neben historischen Volkswagen auch Meilensteine anderer Hersteller zu bestaunen gibt. Im besucherstärksten Automobilmuseum der Welt sehen die Besucher aber nicht nur Klassiker der Automobilgeschichte. Kunstwerke und Filme regen zur Auseinandersetzung an und Veranstaltungen eröffnen neue Horizonte. So entsteht für jeden Gast ein ganz persönliches Kaleidoskop aus Erlebnissen und Erfahrungen. Ein besonderes Erlebnis ist die Möglichkeit, als Käufer eines Volkswagens seinen Neuwagen direkt bei VW in der Autostadt abzuholen. Während bewegliche Plattformen den Neuwagen unterirdisch ins Kundencenter transportieren und der Übergabetermin somit in greifbare Nähe rückt, steigt bei unserem Abholer, Herr Freund, die Aufregung. Nachdem sein Name endlich auf der großen Anzeigetafel erscheint, wird er von seinem Kundenbetreuer zu seinem Wagen geführt. Ein Erinnerungsfoto zum Schluss soll für immer an diesen besonderen Moment erinnern. Autowelt wünscht Herrn Freund viel Freude und allzeit gute Fahrt mit seinem neuen Wagen. Bei Autos mag man von Statistiken halten, was man will. Immerhin dreht sich da auch viel um die eigene Erwartungshaltung und den eigenen Geschmack. Aber dass der X3 laut einer ADAC-Umfrage in puncto Zufriedenheit den ersten Rang belegt hat, und das bei Frauen, das spricht sehr positiv für die Performance des Münchners. Die Qualitäten des 1,9 Tonnen schweren SUVs auf der Straße entsprechen den Erwartungen. Ausgestattet mit einem Start-Stopp-System und einer Bremsenergierückgewinnung erweist er sich als genügsam. Die eher progressive als kräftige Beschleunigung ist gut. So gut, dass der SUV die erlaubten Geschwindigkeiten rasch erreicht und somit auch ohne das Gaspedal durchzutreten entspannte Überholmanöver möglich sind. Seine Spritzigkeit verdankt der BMW X3 dem automatischen 8-Stufen-Getriebe, das ausgesprochen spontan und sanft arbeitet und optimal auf den Motor abgestimmt ist.
258 PS, die bereits bei 1500 Umdrehungen ihre ganze Muskelkraft bereitstellen, garantieren Souveränität. Selbst wenn man die maximale Beschleunigung ausnutzt oder auf der Autobahn unterwegs ist, bleibt es im Innenraum immer angenehm leise. Die Geräuschdämmung ist absolut top. Und auch der Fahrspaß kommt im SUV nicht zu kurz. Der X3 lässt sich so sportlich bewegen, dass man schnell vergisst, in einem Geländewagen unterwegs zu sein. Über den Fahrerlebnisschalter sind die Modi Normal, Sport und Sport Plus wählbar. Hierbei werden Stoßdämpfer, Lenkunterstützung sowie Getriebe den persönlichen Bedürfnissen angepasst. In normaler Position gleitet der X3 wie eine Sänfte über die Bodenwellen hinweg. Geht man in den Sportmodus über, verwandelt sich das Auto per Knopfdruck zum sportlichen Familientransporter. Das von BMW genannte Performance Control System verbessert durch gezieltes Verteilen der Antriebsmomente an der Hinterachse das Kurvenverhalten. Für genügend Traktion sorgt der elektronisch gesteuerte Allradantrieb mit geregelter Lamellenkupplung zwecks Kraftverteilung. Mit der exakten und feinfühligen Lenkung schlängelt sich der Fünftürer sehr leichtfüßig durch Kurven, vermittelt viel Reserve und bereitet eine Menge Fahrspaß. Dank großer Fensterflächen verliert der X3 auch in der Stadt seinen Schrecken. Die Einparkhilfe unterstützt zudem perfekt, wenn es darum geht, in enge Parklücken zu kommen. Mit dem X3 ist man in der Stadt also genauso gut unterwegs wie auf der Autobahn oder abseits der befestigten Straßen. Durch die Efficient Dynamics-Maßnahmen ist der X3 zudem auch noch ein sparsamer Weggefährte. Selbst längere Vollgasfahrten auf Autobahnen mit Geschwindigkeiten bei 200 km/h bedeuten dabei kaum mehr als 10 Liter Verbrauch. Das ist bei diesem Tempo und für dieses Gewicht ein guter Wert. Mit dem X3 bietet BMW einen SUV mit viel Platz und sehr sportlichem Fahrverhalten. Der kräftige und recht sparsame Motor bildet zusammen mit dem 8-Stufen-Getriebe einen homogenen und leistungsfähigen Antrieb, der perfekt zum modern gestylten Münchner passt. Einziger Wermutstropfen ist die ellenlange Aufpreisliste. Doch das lässt sich bei genauem Überlegen auch schnell wieder verschmerzen, denn man bekommt schließlich auch einen entsprechenden Gegenwert. Die Essen Motor Show ist die besucherstärkste jährliche Automobilmesse Deutschlands. Seit 1968 treffen sich in der Rhein-Ruhr-Stadt Hunderttausende von Automobilfans. Sie alle wollen die Premieren von Tunern, Zubehörneuheiten und Motorsport-Action bestaunen. Unter dem Motto For Drivers and Dreams öffnete vor kurzem die 45. Essen Motor Show ihre Pforten und lockte Hunderttausende Besucher ins Ruhrgebiet. Dabei standen wie immer die neuesten, sportlichsten und ausgefallensten Fahrzeugkreationen im Mittelpunkt. Garniert mit Live-Motorsport und mitreißenden Showacts wurde die Messe wieder zum weltweit einzigartigen Motodrom. Egal ob Brabus, Irmscher oder TechArt, hier findet sich für jeden Tuning-Fan das richtige Modell. Und neben kompletten Fahrzeugen sind auch jede Menge Zubehörteile zu bestaunen, die die Optik und die Leistungsfähigkeit des eigenen Fahrzeugs verbessern. Natürlich sind auch wieder zahlreiche Hersteller am Start, die ihr Sportwagenprogramm präsentieren oder neue Serienmodelle zeigen. Unter anderem BMW, Ford, Mini, Toyota und Mercedes sind auf der Messe für ihre Fans vertreten gewesen. Die attraktiven Sonderevents trieben den Puls zahlreicher PS-Fans auch wieder in schwindelerregende Höhen. Dass etwa beim Driften härteste Anforderungen an Fahrer und Fahrzeug gestellt werden, davon konnten sich die Zuschauer bei den Drift United Shows mit eigenen Augen überzeugen.
Die Essen Motorshow ist Spiegelbild der Faszination rund um das Auto. Somit ist sie auch ideale Plattform, um gerade die jungen Autofahrer zum Thema sicheres Tunen zu informieren und zu helfen, Produkte geprüfter Qualität zu kaufen. Wer die wunderbare Welt des Autotunings erleben möchte, sollte auf keinen Fall die Essen Motorshow verpassen. Und genauso sieht's auch mit der nächsten Ausgabe von Autowelt aus. Auch die sollten Sie sich nicht entgehen lassen, mit vielen interessanten Beiträgen und Informationen aus der Welt des Automobils. Bis dahin, machen Sie es gut, ich freue mich auf Sie.